Und zwar möchte ich heute über Axolotl reden. Das ist das Instant Messaging Protokoll, das Signal und WhatsApp für ihre Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwenden. Und gleich vorweg, wenn spontan irgendwelche Fragen auftreten, bitte gleich. Ich habe relativ viel Zeit zwischendrin, das heißt, man muss sich das nicht bis zum Ende aufheben und es ist aus gegebenem Anlass häufig hilfreicher, wenn die Fragen direkt beantwortet werden, weil man dann den Zusammenhang besser versteht. So, erstmal kurz über mich. Ich studiere Elektrotechnik am KIT. Bin relativ begeistert für freie Software und GNU Linux, relativ viel auf GitHub aktiv und momentan implementiere ich Axolotl, das mittlerweile übrigens auch umbenannt wurde zu Double Ratchet, habe ich so das Gefühl, das habe ich noch nicht so ganz durchgeblickt, in einer freien Library namens Molch für das Unternehmen 1984 Not GmbH, das ein Crypto-Messenger machen möchte. Kleiner Disclaimer, ich bin kein Kryptologe und ich war auch nicht an der Entwicklung von Axolotl beteiligt. Das heißt, alle meine Informationen habe ich aus öffentlich verfügbaren Quellen. So, warum braucht man überhaupt Axolotl? Also ich habe hier mal Auflistungen von beispielsweise PGP, das man seit Ewigkeiten schon für E-Mail-Verschlüsselung benutzt, OTR, das bei Instant Messaging sehr gebräuchlich ist, und jetzt mal Axolotl und dann verschiedene Eigenschaften und ob sie erfüllt werden oder nicht. Natürlich gibt es noch jede Menge andere Protokolle, die jeweils ein Subset dieser Eigenschaften erfüllen, aber im Großen und Ganzen hilft das, um zu verdeutlichen, warum man Axolotl eigentlich braucht. Und zwar mit PGP kann man nicht besonders gut synchron kommunizieren, also synchron im Sinne von beide Leute sind gleichzeitig online und tauschen Nachrichten aus. Ist ein bisschen Definitionssache, aber es ist zumindest nicht direkt ins Protokoll eingebaut mit Message Numbering und ähnlichem. OTR ist extra dafür gebaut worden, dass man synchron kommuniziert und Axolotl kann es halt auch. Asynchron wiederum kriegt OTR so gut wie überhaupt nicht hin. Also man kann es schon machen, aber nur, wenn man die Sicherheit dafür aufs Spiel setzt. Und PGP wurde dafür geschaffen, aber Axolotl ist dafür auch gedacht. Forward Secrecy hat man bei PGP keine. Auf die einzelnen Begriffe gehe ich nachher nochmal ein. Bei OTR war es eins von den Hauptzielen bei der Entwicklung, dass Forward Secrecy umgesetzt ist. Axolotl kann auch das. Und Plausible Deniability, erkläre ich auch später nochmal genauer, hat man bei PGP nicht, es sei denn, man fängt an, seine Nachrichten nicht zu signieren, in dem Fall kann man es aber gleich wegschmeißen. OTR hat das und Axolotl auch. Es gibt natürlich viele andere Protokolle, aber die meisten davon vereinen nicht das alles, was Axolotl vereinen kann. So, das ist das Axolotl-Protokoll. Als ich angefangen habe, das zu implementieren, saß ich so vor diesem Text, habe mir das durchgelesen und mir gedacht, okay, gut. Aber ich führe vielleicht erstmal ein paar Grundlagen ein. Und zwar erstmal eine Hash-Funktion. Was ist eine Hash-Funktion? Ich habe irgendeinen Datensatz, eine Datei, einen String, sonst irgendwas, stecke das in eine Hash-Funktion und bekomme einen sogenannten Hash raus. Das ist eine Zeichenkette fest, also eine Byte-Kette fester Länge mit bestimmten Eigenschaften. Nämlich, wenn ich diese Kette von Bytes habe, komme ich nicht einfach zurück auf den Input, den ich in die Hash-Funktion gesteckt habe. Also nur durchprobieren und letztendlich über eine Birthday-Attack sozusagen. So. Wenn ich die Daten, die ich reingebe, nur ein bisschen verändere, dann hat die Hash-Funktion die Eigenschaft, dass das, was rauskommt, komplett anders ist und da kein großer Zusammenhang besteht. Jetzt zu Message Authentication Codes. Erstes Szenario. Wir haben Alice und Bob und Alice hat eine Nachricht. Die möchte sie gerne Bob schicken. Was macht sie jetzt? Aber es gibt auch noch Eve. Und Eve
liest mit und kann den Datenstrom zwischen Alice und Bob beeinflussen. Was macht Eve jetzt? Tauscht die Nachricht aus durch eine andere und schickt das weiter an Bob. Und Eve freut sich, weil das hat perfekt funktioniert. Als Lösung für dieses Problem gibt es Message Authentication Codes. Also es gibt auch noch andere Lösungen, aber ich möchte jetzt auf Message Authentication Codes eingehen. Wir haben eine Nachricht und einen Schlüssel und eine MAC-Funktion, in dem Fall eine Hash-MAC-Funktion. Und daraus bekommen wir einen sogenannten Message Authentication Code, ein MAC. So, was kann man damit anfangen? Wir haben wieder Alice und Bob. Beide haben einen gemeinsamen Schlüssel. Und Alice hat wieder eine Nachricht, die sie schicken möchte. Aber als erstes benutzt sie ihren Schlüssel, um einen Message Authentication Code zu generieren. Schickt das Ganze los. Eve bekommt das natürlich wieder mit, tauscht die Nachricht aus, es wird an Bob weitergeleitet. Okay. Bob nimmt jetzt seinen Schlüssel, bestimmt auch den Message Authentication Code von der Nachricht, merkt aber, der ist anders als den, den Alice gemacht hat. Und dementsprechend weiß er, die Nachricht kann nicht korrekt angekommen sein und löscht sie einfach. Und Eve ist natürlich traurig, weil das hat nicht funktioniert. Ja. Andere Lösungen für das Problem sind Signaturen mit Public Key Cryptography. Wir haben einen Private Key, den hier, und einen Public Key und eine Nachricht. Wir nehmen die Nachricht und den Private Key, stopfen das in irgendeine Funktion, die signieren kann, und bekommen eine Signatur daraus. Auf der anderen Seite, wenn wir das verifizieren wollen, nehmen wir eine Verifizierungsfunktion, die Nachricht, dann die Signatur und den öffentlichen Schlüssel. Und das sagt uns dann, okay, die Signatur ist gültig oder nein, die Signatur war nicht gültig. Wie sieht das jetzt aus? Selbes Szenario wieder, nur dass Alice und Bob in dem Fall, Alice hat einen Private Key und einen Public Key. Und Bob hat den Public Key Anteil davon. Jetzt macht Alice eine Signatur, schickt es los. Eve tauscht wieder die Nachricht aus. Und Bob kann jetzt mit der Verifizierungsfunktion feststellen, aha, Signatur ist falsch, kann die Nachricht löschen. Alle sind glücklich, bis auf Eve. So, wenn man über Signaturen spricht, dann kann man auch anfangen, über Plausible Deniability zu sprechen. Sagen wir, Alice hat eine Nachricht signiert mit ihrem privaten Schlüssel und Eve hat das abgefangen. Jetzt kann Eve sagen, du, Alice, hast diese Nachricht geschrieben, weil du bist die einzige Person, die diesen Schlüssel hat. Alice kann jetzt sagen, nein, das war ich nicht, aber sie wird trotzdem verhaftet dafür, dass sie diese Nachricht geschrieben hat, weil es wurde darüber, dass sie die einzige im Besitz dieses Schlüssels ist, nachgewiesen, dass sie diese Nachricht geschrieben hat. Plausible Deniability sagt einfach nur, es gibt keine Signatur, die nur von der Person erstellt worden sein kann, die diese Identität oder diesen privaten Schlüssel hat. Das heißt, vor Gericht gäbe es genauso viel Beweislast gegen jemanden, wie wenn man einen Klartextmitschnitt hat. Zugegeben, Klartextmitschnitte reichen in der Regel auch aus, um Leute zu verhaften, aber die Situation ist zumindest ein bisschen besser. So, symmetrische Verschlüsselung. Wir haben wieder Alice und Bob. Alice hat eine Nachricht, die sie schicken möchte, einen Schlüssel und irgendwie hat Bob auch denselben Schlüssel. Sie verschlüsselt das und Bob entschlüsselt es wieder mit demselben Schlüssel. Wie kommt jetzt der Schlüssel eigentlich von A nach B? Und da kommt jetzt Diffie-Hellman ins Spiel.
Ich habe jetzt nicht den ganzen kompletten Diffie-Hellman Key Exchange genommen, sondern einen mit hart codierten Parametern, weil das auch das ist, was in Axolotl eingesetzt wird. Wir haben Alice und Bob. Sie haben beide ein Private und ein Public Key. Das sind jetzt jeweils unterschiedliche. Und den Public Key, den tauschen sie aus. Das heißt, Alice hat jetzt Bobs Public Key und Bob hat Alice Public Key. Alice macht jetzt Folgendes. Sie hat diese Diffie-Hellman-Funktion mit ganz tollen Eigenschaften, die man gleich sehen wird. Sie nimmt ihren eigenen Private Key und Bobs Public Key, den sie bekommen hat, und bekommt daraus ein Shared Secret. Shared Secret, weil, sehen wir gleich. Bob hat dieselbe Diffie-Hellman-Funktion, nimmt aber seinen eigenen Private Key und Alice Public Key. Und hier passiert jetzt die Magie, aufgrund der Eigenschaften der Diffie-Hellman-Funktion kommt dabei derselbe Shared Key raus. Das heißt, somit ist das Einzige, das ausgetauscht wurde, dieser Public Key. Und trotzdem, den ja alle wissen dürfen, und trotzdem haben beide ein gemeinsames Shared Secret, das nur sie kennen. Dann zum Prinzip der Forward Secrecy und warum man das vielleicht haben möchte. Erstmal das Szenario ohne. Wir haben wieder Alice und Bob. Beide haben einen Schlüssel. Haben sie zum Beispiel über Diffie-Hellman ausgetauscht, wer weiß. Jetzt gibt es die erste Nachricht. Die wird von Alice mit dem Schlüssel verschlüsselt und an Bob geschickt. Aber unser alter Bekannter Eve ist auch wieder mit dem Spiel und schneidet die verschlüsselte Nachricht mit. Einfach mal so Vorratsdatenspeicherung, so nach dem Motto. Dasselbe mit der nächsten Nachricht, selber Schlüssel, selbe Nachricht, nicht selbe Nachricht, neue Nachricht, neuer Ciphertext, wird auch mitgeschnitten. Jetzt haben wir vielleicht ein paar Jahre später, keine Ahnung, Gerichtsprozess oder ähnliches, und jetzt wird das Handy beschlagnahmt oder der Computer oder sonst was. Und wir haben immer noch die mitgeschnittenen Daten hier. Also wir gehen jetzt davon aus, dass die hier nicht mehr verfügbar sind, weil sonst wäre das Szenario irgendwie sinnlos. Aber wir haben immer noch diese zwei verschlüsselten Nachrichten. Jetzt holt sich Eve den Schlüssel und kann die einfach beide entschlüsseln, ohne diesen Klartext hier jemals gesehen zu haben. Will man natürlich nicht haben. Ich meine, Eve freut sich, aber Alice und Bob eher weniger. So, wie kann man das Ganze besser machen? Alice und Bob haben jetzt einen Schlüssel, der mit 1 nummeriert ist und benutzen den, um die erste Nachricht auszutauschen. Eve schneidet es natürlich wieder mit, wie im vorherigen Szenario. Aber jetzt passiert was Besonderes, nämlich Alice und Bob machen einen zweiten Schlüssel und löschen den ersten. Wie der zweite Schlüssel zustande kommt, das hängt davon ab, was man tut, aber in dem Fall nehmen wir das einfach mal hin. Genauso die nächste Nachricht, Nachricht Nummer 2, wird mit dem zweiten Schlüssel verschlüsselt, wird verschickt, wird von Eve mitgeschnitten. Und jetzt werden die Schlüssel auch von Alice und Bob gelöscht. Die Schlüssel gibt es nicht mehr, mit denen die Nachrichten verschlüsselt wurden. Weil die Nachrichten sind ja bei Bob angekommen, also braucht er die Schlüssel auch nicht mehr. Wenn jetzt einige Zeit später Eve versucht, an die Schlüssel ranzukommen, um den Ciphertext wieder zu entschlüsseln, dann wird ihm das nicht gelingen. Und ja, freut sich nicht unbedingt darüber. Ja? Dann müsstest du sie halt selber speichern. Aber man speichert sowieso nie den Ciphertext, sondern man kann auch den Ciphertext speichern, aber in der Regel speichert man an dem Ende, an dem die verschlüsselte Nachricht empfangen wurde, schon die entschlüsselte Nachricht und nicht den Ciphertext. Aber falls du nicht möchtest, dass gelesen wird, was du geschrieben hast, dann kannst du ja einfach deinen Ciphertext löschen und brauchst dich nicht darum, nicht deinen Ciphertext, Entschuldigung, deine Nachricht, die du empfangen hast oder geschrieben hast, löschen und musst dich nicht um diese zwei Ciphertexts hier kümmern.
So, Key Derivation. Wir haben ja schon gemerkt, dass es hier diese zwei Schlüssel gab, die dann plötzlich erschienen sind. Wir haben einen alten Schlüssel. Und wir haben eine sogenannte Key Derivation Function mit einem Subkey Counter. Wenn wir diesen alten Schlüssel und die Zahl in die Key Derivation Function reinstecken, dann kommt da ein neuer Schlüssel raus, ein Subkey 1. Dasselbe kann man mit einem neuen Subkey Counter machen. Dann haben wir Subkey 2. Jetzt ist es folgendermaßen, wenn wir die beiden Subkeys 1 und 2 haben, haben wir keine Möglichkeit, also ähnlich wie bei der Hash-Funktion, also keine einfache Möglichkeit, auf den Ursprungskey zurückzuschließen. Genauso sind die beiden Subkeys nicht irgendwie auf eine Art und Weise zusammenhängend, dass man herausfinden könnte, wenn man nur die Schlüssel hat, dass sie von demselben Key abgeleitet wurden. So, jetzt sind wir mit den Grundlagen durch und sind bei Axolotl selbst angekommen. Wir haben Alice und Bob. Und die wollen eine Nachricht austauschen und schaffen es irgendwie, einen Master Key auszutauschen. Irgendwie, weil es ist im Axolotl-Protokoll nicht spezifiziert. Daraus leiten sie einen Root Key ab und anfangen mit diesem Root Key beginnt Alice eine sogenannte Message Chain. Verschickt die erste Nachricht, zweite Nachricht und so weiter, bis irgendwann Bob antwortet und dafür entsteht ein neuer Root Key und eine neue Message Chain mit der ersten, zweiten Nachricht. Dann antwortet Alice wieder, macht auch wieder neuen, sorgt auch dafür, dass es wieder einen neuen Root Key gibt. Mal nochmal so zum Verständnis, diese Root Keys, die sind gleich auf beiden Seiten, die kennen beide. Das ist ein Shared Secret, um das nochmal klarzustellen. So, jetzt mal mehr zu den Details. Wie passiert das mit diesen Root Keys? Ja, Frage? Die Frage war, ob Eve den Master Key bekommt, dadurch alle Root Keys herleiten kann. Und nein, das geht nicht so einfach, dafür gibt es nochmal weitere Maßnahmen. Aber es ist trotzdem sehr schlecht, weil als aktiver Angreifer kann man das dann letztendlich schon unter bestimmten Bedingungen. Okay. So, wie kommen diese Root Keys zustande? Und zwar, wir haben den Eaton Root Key und ein Kurzzeitschlüsselpaar, einen privaten und einen öffentlichen Kurzzeitschlüssel. Wo die herkommen, dazu später. Wir nehmen den privaten Kurzzeitschlüssel und den öffentlichen und machen damit wieder unser Diffie-Hellman. Das hängen wir zusammen mit dem Root Key, dem Eaton, und machen damit die Key Derivation Function mit Subkey Counter 1. Also es steht ein bisschen anders im Protokoll drin, da wird das mit einer Kombination aus HMAC, Hash und dann Key Derivation Function gemacht, aber das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie hier dargestellt. Und daraus entsteht dann eben der nächste Root Key. Das heißt, um den nächsten Root Key zu bekommen, braucht man den vorherigen Root Key und eben ein paar von Kurzzeit-Keys. Und das wird gleich noch genauer erklärt. So, wie funktioniert das jetzt genau? Ausgangssituation, wir haben einen Root Key. Dem Fall Nummer 1. Bob hat ein Ephemeral Key Pair, also Kurzzeit Key Pair. Und Alice hat
auf irgendeine Weise, das auch dazu später, den Public Part von diesem Key Pair bekommen. Jetzt möchte Alice eine Nachricht schreiben und erstellt dafür ein neues eigenes Kurzzeit Key Pair. Davon schickt sie den öffentlichen Part an Bob. Das heißt, Bob hat jetzt sein eigenes Key Pair und den öffentlichen Part von Alice. Und Alice hatte Bobs öffentlichen Part und das eigene Key Pair. Bob macht jetzt Folgendes. Bob nimmt nimmt den vorherigen Root Key, seinen eigenen privaten Kurzzeit-Key und Alice öffentlichen und benutzt die Key-Derivation-Function von der vorherigen Folie, um den nächsten Root-Key daraus abzuleiten. Aufgrund der Eigenschaften von Diffie-Hellman kann Alice das Gleiche auf der anderen Seite machen, indem sie denselben Root-Key nimmt, den Root-Key Nummer 1, den eigenen Private-Key und Bobs Public-Key. Und damit hat man den Root-Key ausgewechselt durch einen neuen. Genauso geht es dann weiter, wenn Bob jetzt antwortet. Ach ja, und das Einzige, was dabei übertragen wurde, nur so, um das möglich zu machen, war dieser Public-Key. Bob macht jetzt dasselbe, macht sein eigenes neues Kurzzeit-Key-Pair. Sein altes wird dadurch obsolet. Schickt den öffentlichen Part davon an Alice. Alice macht wieder die Root-Key-Derivation, um den nächsten Root-Key zu machen. Diesmal mit dem neuen Public-Key von Bob, aber immer noch ihrem selben Private-Key von vorher. Und hat damit den Root-Key. Bob macht dasselbe mit seinem neuen Private-Key, aber dem gleichen Public-Key, den sie auch vorher schon von Alice hatte. Den er von Alice hatte vorher. Ja, Frage? Lauter bitte. Die Frage war, welche Stärke haben die Ephemeral Keys? Das Axolotl-Protokoll selbst spezifiziert nicht, welche Kryptoprimitive man verwendet, sondern nur, man hat ein Public-Private-Key-System mit einem Diffie-Hellman und man hat eine Möglichkeit, authentifizierte, symmetrisch verschlüsselte Nachrichten zu schicken. Außerdem eine HMAC-Hash-Function und eine Key-Derivation-Function. Und aus diesen Primitiven wird dann das Axolotl-Protokoll zusammengebaut. Welche man dafür nimmt, ist nicht im Protokoll selbst spezifiziert. Gehe ich noch darauf ein, welche Primitive Signal und WhatsApp verwenden. So, dann macht Alice wieder neues Keypair und schickt davon den öffentlichen Part an Bob und so weiter und so fort. Wieder neuer Root Key. Und soweit so gut. Ja, Frage? Wie geht man mit Race Conditions um? Weil wenn ich mal sofort Keys verwerfe, nachdem ich selbst einen neuen gebaut habe, aber jetzt meine letzten Kopie noch verwendet und gleichzeitig nach. Man behält die Keys schon so lange, bis man alles abgeleitet hat, was man braucht. Also ich wollte hier nur erstmal einen Überblick machen. Wenn man genaue Details wissen möchte, dann kann man mit dem Überblick, den ich vermittelt habe, auch das Protokoll selbst durchlesen und hat vielleicht ein Verständnis dafür, wie das alles zusammenhängt. So, jetzt das Ganze nochmal. Wir haben den Eaton Root Key und Alice macht einen neuen Key, dadurch gibt's und versendet Nachrichten. Dadurch gibt es einen neuen Root Key. Bob macht ein neues Ephemeral Key Pair, verschlüsselt damit nach, also macht damit eine Message Chain und es gibt einen neuen und so weiter. Also immer so abwechselnd. Dadurch wird der Schlüssel, also das Schlüsselpaar, auf dem diese Root Keys basieren, wird immer neu generiert und durchgewechselt.
Und damit erreicht man auch eine Eigenschaft, die sich Future Secrecy nennt. Also es gibt jetzt, das ist kein offizieller Begriff, aber wird gerne in dem Kontext verwendet. Wenn jemand es schafft, einen von diesen Root Keys rauszufinden und dann aber dieses Ratchet weiterläuft und Bob ein neues Key pair macht und es schafft, dass das bei Alice ankommt, dann hat man schon verloren und kann mit diesem Root Key gar nichts mehr anfangen. Natürlich, wenn man ein aktiver Angreifer ist, dann kann man selber die Rolle von Bob übernehmen mit Hilfe von dem Root Key hier und kann damit das Gespräch hijacken. Aber wenn man den Zeitpunkt verpasst, an dem der ausgetauscht wurde, dann muss man wieder von vorne anfangen und den neuen Root Key rausfinden. Ja, und so weiter. Gut. Aus dem Root Key wird nicht nur der nächste Root Key hergeleitet, sondern es gibt noch mehr symmetrische Schlüssel, die hergeleitet werden, die für Axolotl gebraucht werden. Und zwar erinnern wir uns, das war die Methode, wie man auf den nächsten Root Key kommt. Also wir machen Diffie-Hellman aus unseren Ephemeral Key Pairs. Also das eine ist immer von einem selbst, das andere ist immer von der anderen Person. Und wir nehmen den vorherigen Root Key. Mit Subkey Counter 1 bekommen den nächsten Root Key. Genauso, wenn man Subkey Counter 2 benutzt, bekommt man den nächsten Header Key. Damit verschlüsselt man den Header mit Nachrichtennummern und Ähnlichem, dazu auch später mehr. Das ist übrigens nicht verpflichtend. Also in Axolotl kann man sich aussuchen, ob man Header-Keys benutzen möchte oder nicht. Und wichtiger, ein sogenannter Chain-Key mit Subkey Counter 3. So, wofür braucht man diesen Chain-Key? Für die sogenannte Message Chain. Message Chain, weil es aneinander verkettet ist sozusagen. Wenn wir den Eaton Message Key haben und stecken das in die Key Derivation Function mit Subkey Counter 1, bekommen wir daraus den Eaton Message Key. Message Key, weil damit werden dann die Nachrichten verschlüsselt, die tatsächlich verschickt werden. Genauso mit Subkey Counter 2 bekommen wir den nächsten Chain Key, also den nächsten in der Message Chain. Sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe einen Chain Key 0, leite daraus mit Subkey Counter 1 meinen Message Key ab und kann damit eine Nachricht verschlüsseln und verschicken oder auf der Gegenseite entschlüsseln. Wenn ich das gemacht habe, lösche ich das. Und genauso leite ich danach den nächsten Chain Key ab mit Subkey Counter 2 und lösche den vorherigen Chain Key. So. Und da sieht man schon, wo diese Forward Secrecy steckt. Erstens in dem Austausch von diesen Root Keys und zweitens darin, dass sowohl der Chain Key, mit dem man hier weitere folgende Sachen verschlüsseln kann, als auch der Message Key, die werden ja gelöscht, also kann man sie auch nicht mehr nachträglich klauen, um die verschlüsselten Nachrichten zu bekommen. Man hätte jetzt auch nur einen Schlüssel verwenden können, also man hätte direkt mit dem Chain Key die Nachricht verschlüsseln können, aber das macht man nicht, damit man Langzeitaufbewahrung von Keys machen kann, dazu auch nochmal später mehr. Weil wenn man diese Chain Keys speichern würde und man kriegt die raus, dann kann man nicht nur eine Nachricht damit entschlüsseln, sondern alle, die hier danach gekommen sind. Deswegen sind die deutlich wichtiger zu beschützen als diese Message Keys, weil wenn man einen solchen Key rausfindet, kann man damit nur eine einzige Nachricht entschlüsseln. Hier wieder dasselbe. Wir leiten aus dem Chain Key den nächsten Message Key ab, verschlüsseln damit die Nachricht, löschen ihn wieder. Nächster Chain Key, löschen den alten Chain Key, nächster Message Key, Nachricht verschlüsseln, löschen, löschen und so weiter. Nochmal alles zusammen. Wie passen diese ganzen Puzzleteile zusammen? Wir haben die Ausgangssituation. Alice hat Bobs öffentlichen Schlüssel, also den ersten
den öffentlichen Part des ersten Kurzzeitschlüssels, Ephemeral Keys. Und Bob hat einen Ephemeral Key Pair, also selber öffentlicher Schlüssel und der zugehörige Private Key. Und beide haben diesen dubiosen Master Key. Damit betreiben sie dieses Ratchet und machen den erst und Alice fängt eben an, einen Ephemeral Key Pair zu machen und damit haben wir den ersten Root Key. Und angefangen damit, mit diesem Root Key, kann man ja den ersten Chain Key ableiten und damit diese Message Chain durchlaufen lassen. Also aus dem Chain Key leitet man den Message Key ab und die Nachricht wird verschlüsselt. So. Und dann macht man den nächsten Chain Key und so weiter. Eine Message Chain. Das geht so lange, wie Alice hintereinander Nachrichten schickt, ohne eine Antwort bekommen zu haben von Bob. Sobald Bob antworten möchte, macht er wieder ein neues Schlüsselpaar und damit einen neuen Root Key und startet seine eigene Message Chain, die dann durchläuft und so weiter. Wenn Alice wieder antworten möchte, macht sie ein neues Key Pair, dadurch gibt es einen neuen Root Key, neue Message Chain und so weiter. So, wie sieht jetzt so eine Nachricht aus, die verschickt wird? Das ist nur beispielhaft, weil wie man das in der Praxis dann wirklich umsetzt, ist nochmal ein bisschen anders, aber das ist das Minimum an Sachen, die man übertragen muss, damit das Ganze funktioniert. Also wir haben einen Header-Key, der ist optional, wie gesagt, nur wenn man die Metadaten im Header verschlüsseln möchte. Und wir haben einen Message Key. Der Header Key, wenn wir uns erinnern, der wird aus dem aktuellen Root Key abgeleitet. Und der Message Key kommt aus dieser Message Chain. Das heißt, alle Nachrichten aus einer Message Chain haben alle denselben Header Key. Das wird auch im Protokoll benutzt, um den Austausch des Root Keys zu signalisieren, wenn der Header-Key sich geändert hat, weiß man, man muss einen neuen Root-Key machen und das Ratchet weiterlaufen lassen. In dem Fall, dass man Header-Keys benutzt. Wenn man keine benutzt, kann man auch das anders signalisieren. Müsste ich jetzt nochmal nachlesen, um ehrlich zu sein. Der Header sieht folgendermaßen aus. Der enthält eine Message-Number. Das ist die Nummer der Nachricht in der aktuellen Message-Chain. Und eine Previous Message Number. Das ist die Anzahl der Nachrichten. Also wenn ich jetzt gerade eine Nachricht schicke, dann schicke ich, welche Nummer in der aktuellen Message Chain die Nachricht ist. Das war das hier. Aber ich schicke auch, was die vorherige Anzahl meiner eigenen vorherigen Message Chain war. Da wird man später noch sehen, warum man das braucht. Es ist damit die letzte Message-Nummer, damit ist es entweder die Anzahl oder die Anzahl minus 1. Ja, Frage war, ob ich die Nummer meine, nicht die Anzahl. So. Und das ist dieser Public Ephemeral Key, der vorher ausgetauscht wurde bei dem, den man vorher gesehen hat, der bei dem Ratchet ausgetauscht wird. Und zwar ist der wirklich in jedem Header drin, von jeder Nachricht, weil die erste Nachricht kann ja verloren gehen. Das heißt, man schickt den einfach immer mit. Und damit wäre auch dieser Austausch geklärt, wie der zustande kommt. Der Header wird dann mit dem Header-Key verschlüsselt, die Nachricht mit dem Message-Key und das Ganze zu einem Paket zusammengebaut. Da kann man dann noch mehr drum machen, je nachdem, wie man das in der Praxis dann machen möchte. Aber das ist nicht Teil von dem Protokoll selbst. So, Frage? Du sagst gerade, dass die erste Nachricht verloren gehen könnte. Das heißt, keine Möglichkeit. Also, implementiert das einen sicheren Dienst oder ist, wenn die Nachricht weg ist, dann ist sie nicht mehr weg? Die Frage war, wenn die Nachricht verloren geht, gibt es dann. Und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Gibt es dann eine Möglichkeit, im Protokoll festgelegt, um sicherzustellen, dass die neu versendet oder man da neu dran kommt? Und nein, gibt es nicht. Man kann nur feststellen, dass die Nachricht fehlt.
Es sei denn, jemand blockt einfach die ganze Kommunikation, dann kann man gar nichts mehr feststellen. Aber dazu jetzt genau hier, übersprungene Nachrichten. Und zwar, wir haben folgendes Szenario. Alice schickt nacheinander 4 Nachrichten in ihrer Message Chain. Dann antwortet Bob, sendet eine Nachricht und Alice antwortet mit einer Nachricht. Wie sieht das Ganze jetzt in dem Fall aus Bobs Perspektive aus? Wir wissen ja, das Internet ist manchmal nicht ganz so zuverlässig oder auch andere Netzwerke. Wir haben vielleicht auch einen Angreifer, der sich entscheidet, einzelne Nachrichten unter den Tisch zu kehren. Schauen wir uns mal an, was passiert. Bob empfängt die erste Nachricht. Soweit so gut. Bob empfängt noch eine Nachricht, aber nachdem Bob den Header entschlüsselt hat, sieht er, oh, das ist ja die 3., nicht die 2. Da mit der Information, dass es die 3. Nachricht ist, kann man jetzt die Message Chain 2 Schritte weiterlaufen lassen. Und dabei wird ja auch der Message Key für die 2. Nachricht hergeleitet. Und den nimmt man einfach und speichert ihn ab. Zusammen mit dem aktuellen Header-Key in der Liste. So, jetzt schickt Bob seine Nachricht. Wer aufgepasst hat, hat vielleicht mitbekommen, dass Nachricht Nummer 4 noch nicht angekommen ist. Aber Bob weiß ja nichts davon. Also Bob macht ein neues Schlüsselpaar, leitet sich einen neuen Hootkey ab, fängt eine neue Message-Chain an und schickt die erste Nachricht weg. Und jetzt bekommt er auch noch eine Nachricht von Alice. Okay, soweit so gut. Jetzt schaut er aber in den Header von der Nachricht, die er von Alice bekommen hat und sieht, aha, die Previous Message Number ist 4. Er hat aber nur bis zur 3. Nachricht gesehen, dass Nachrichten angekommen sind. Also macht er Folgendes. Er lässt die Message Chain so lange weiterlaufen, bis diese Nummer hier erreicht ist. Und alle Schlüssel, die er dabei findet, die nicht zu einer Nachricht passen, speichert er einfach hier in diese Liste ab. Danach kann er alle Schlüssel, die zu dieser Chain gehören, löschen, weil er weiß, da kommt nichts mehr. Einige Zeit später, die Verbindung hat sich wieder eingefangen. Bob erhält 2 Pakete. Bob weiß überhaupt nicht, was da drin ist, kann nicht mal den Header lesen, weil es ist ja auch verschlüsselt, also wenn man Axolotl mit Header-Verschlüsselung benutzt. Also fängt er einfach mal an. Probiert diesen Schlüssel aus, also dieses Schlüsselpaar aus, um es zu entschlüsseln. Funktioniert nicht. Okay, nächstes. Okay, hat geklappt. Das war die 4. Nachricht von Alice. Kann er den Schlüssel löschen. Jetzt hat er ja nur noch einen Schlüssel zum Durchprobieren, probiert ihn aus und merkt, ja, das war die 2. Nachricht. Perfekt. Entschlüsselt, kann gelöscht werden. Ein bisschen muss man da aufpassen, wenn man das implementiert, weil angenommen, Alice ist böse und entscheidet sich dazu, sagen wir, die Message Number ist ein 32-Bit-Integer und wir schreiben einfach mal als Previous Message Number hier den maximalen 32-Bit-Integer rein. Wenn man dann nicht aufgepasst hat bei der Implementierung, dann wird Bobs Handy plötzlich total warm und meldet sich erstmal nicht mehr, bis es diese ganzen Keys berechnet hat. Und dazu muss Alice natürlich überhaupt gar nicht so viele Nachrichten verschickt haben. Es reicht ja einfach nur, diese Zahl da reinzuschreiben. Genauso sollte man gucken, also wenn man wirklich eine schlechte Verbindung hat, kann es ja auch vorkommen, dass legitim ganz viele Nachrichten verloren gehen. Und in dem Fall sollte man auch die Größe von seiner Staging Area oder wie sich das nennt, begrenzen. Entweder gibt mal den Messages einen Timestamp und löscht sie, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, also den Keys einen Timestamp, Entschuldigung.
Oder man limitiert einfach die Größe von diesem Zwischenspeicher und löscht dann, wenn es zu viel wird. Das sind zwei so Dinge, die stehen nicht im Protokoll drin, die sollte man aber beachten, wenn man es umsetzt. So. Gut, soweit so gut. Das war das komplette Axolotl-Protokoll. Aber es reicht noch nicht ganz aus, um es in der Praxis wirklich einzusetzen. Nämlich erstmal, wo kommt überhaupt dieser Master Key her? In dem Fall nehme ich die Variante, die Signal und WhatsApp benutzen und die auch ich benutzt habe in meiner Library Molch, um den Master Key zu bekommen. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal hin, Alice hat ein Identity Key Pair und Bob hat ein Identity Key Pair. Und das sind wirklich Langzeitschlüssel. Also es ist ein bisschen vereinfacht. WhatsApp hat letztendlich zwei und signiert den einen mit dem anderen, aber das lasse ich mal unter den Teppich fallen. Unter den Tisch fallen. Das kann auch ein Schlüssel sein, der mehrere Jahre verwendet wird. So. Außerdem haben sie, wir wissen immer noch nicht, wo die herkommen, ganz am Anfang, irgendwie muss das noch passieren, aber darauf gehe ich gleich ein. Beide haben ein Kurzzeit-Key-Pair, das sie generiert haben. Das wird für jede neue Konversation, die man anfängt, werden die hier neu generiert. Beziehungsweise Details dazu später. Jetzt macht Alice auf der eigenen Seite Folgendes. Erstmal Diffie-Hellman von dem privaten Identity-Key und Bobs Public Ephemeral Key. Also wir sehen schon, es sind nicht beides Identity Keys, sondern wir haben das jetzt ein bisschen durchgemischt. Dasselbe macht Bob auf der anderen Seite andersrum, mit dem eigenen privaten Ephemeral Key und Alice Public Identity Key. Wir sehen wieder dieses klassische Prinzip bei Diffie-Hellman. Davon die Private-Variante landet hier als Public Key. Und hier der Public Key von dem Key Pair landet hier als Private Key und damit sind die beiden hier gleich. Dasselbe mit Alice Ephemeral Key und Bobs Public Identity Key und auf der anderen Seite mit Bobs Private Identity Key und Alice Public Ephemeral Key. Wieder beides gleich. Das wird aneinander gehängt. Also dieser Strich heißt Verkettung in dem Fall. Und das Ganze macht man auch nochmal mit den beiden Ephemeral Key Pairs. Und stopft das dann in eine Key Derivation Function. Das ist jetzt nicht wirklich Subkey Counter 1, aber ich habe das einfach mal genommen, weil ich meine Key Derivation Function mit Subkey Counter definiert habe. Und daraus bekommen wir dann den Master Key und haben das Shared Secret. Jetzt stellt sich. Also soweit so gut, wir haben den Master Key. Die Identity Keys, die werden halt über irgendeine Art von Public Key Infrastructure oder einfach über einen zentralen Server im Fall von Signal und WhatsApp ausgetauscht. Und den möchte man auch gerne nochmal verifizieren, wenn sich die beiden treffen. Irgendwas wollte ich gerade noch. Ah, verdammt. Wo kommen diese Ephemeral Keys her? Und zwar gibt es dafür sogenannte Pre-Keys. Bob, wenn er sich bei Signal oder WhatsApp anmeldet, generiert erstmal pauschal so N Ephemeral Keys. Und es gibt einen zentralen Server, es kann auch was Verteiltes sein. Er kann das Ganze mit seinem Identity Key signieren, dann kann er es lagern, wo er möchte. Dann aber den Timestamp nicht vergessen, weil sonst bringt das Ganze nicht so viel, wenn man, also dann bringt es schon was, aber wenn man dann eine alte Variante davon hat, dann, also es bringt nichts, die Keys auszutauschen, wenn man den Timestamp vergisst. Jetzt sind auf dem Server die Public Key Anteile von diesen ganzen Kurzzeit-Keys gespeichert. So.
Jetzt kommt Alice und möchte gerne eine Verbindung mit Bob aufnehmen. Alice kennt den Identity Key von Bob, kann dadurch verifizieren, dass die Pre-Keys auch wirklich von Bob kommen, wobei in diese Herleitung von dem Master Key sowieso die Identity Keys eingehen, das heißt, da ist man schon mal abgesichert. So. Alice sieht jetzt, es gibt N Public Pre-Keys auf dem Server und schmeißt den Zufallsgenerator an und generiert eine Nummer I. Da muss man auch aufpassen, dass man gleich verteilt Zufallszahlen nimmt, nicht einfach irgendwas mit Zufallszahlen füllen und was abschneiden oder mit Modulo arbeiten, dann kommt nämlich nichts Gleichverteiltes bei raus. Diese Zahl und Bobs Identität schickt Alice jetzt an den Server, um dem Server zu sagen, hey, ich hätte gerne Bobs Eaton Pre-Key. Jetzt kommt der Server und schickt Bobs Eaton Pre-Key zurück. Und danach, also das Minus I ist jetzt nicht mathematisch zu verstehen, sondern der Eaton Key wird auf dem Server gelöscht, der wurde verwendet, damit ist er verbrannte Erde und soll nicht mehr verwendet werden, also wird er einfach gelöscht. So, ups. Ja, das war es eigentlich schon, weil damit ist die Frage geklärt, wo kommt eigentlich dieser Ephemeral Key her? Frage? Die Frage war, was passiert, wenn der Server mehrfach dieselben Ephemeral Keys rausgibt und die nicht löscht. Habe ich das richtig verstanden? Okay. In dem Fall ist es so, dass Bob, wenn der Key verwendet wurde, den Private Key Part davon auch löscht, also funktioniert es einfach nicht. Also klar, wenn man den Identity geknackt hat und den Ephemeral Key auch, dann ist das schlecht, dann hat man sowieso verloren. Da hinten war noch eine Frage. Die Frage war, kann man einfach viele Keys anfordern, bis das leer ist? Also über die Implementierung, die Signal und WhatsApp haben, weiß ich da nicht Bescheid. Ich habe es so implementiert, dass der Server immer die Liste von allen Keys runtergibt und dass komplett auf dem Client verwaltet wird, welche Keys gelöscht werden und welche nicht. Und die Liste ist dann immer komplett signiert mit Timestamp. Ich muss mir über die Implikationen, die das hat, aus Sicherheitssicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber klar, wenn das so ist, wie ich es verstanden habe bei Signal und WhatsApp, kann man auf dem Server von dem Server wirklich alle Pre-Keys anfordern, dann sind da keine mehr und dann kann keiner mehr eine Verbindung aufbauen. Aber ich glaube, dass die auf dem Transport Layer oder so, dass sie einfach eine Authentifizierung mit dem zentralen Server haben, auf dem die Pre-Keys gespeichert werden, sodass man so einen Unsinn gar nicht erst treiben kann. Das ist dann aber nochmal eine Protokollebene oben drüber. So, dann mal zu Signal und WhatsApp. Als Identity Key verwenden beide Curve 255519 von Daniel Bernstein oder Bernstein oder was auch immer. Und für die Ephemeral Keys genauso. Für die Message Keys wird AES 256 und für Authentifizierung HMAC SHA-256 verwendet. Also HMAC ist dieses HashMAC, das wir vorher gesehen haben. In dem Fall ein Message Authenticator basierend auf Hash-Funktionen. Man kann mit beliebigen Hash-Funktionen mehr oder weniger, also in Anführungszeichen, kann man solche HMACs bauen. Das ist einfach eine allgemeine Art und Weise, wie man aus einer Hash-Funktion einen Message Authenticator macht. Und Header Keys haben beide keine. Das machen sie vermutlich deswegen nicht, weil das braucht mehr Bandbreite, weil man noch Nonces oft verwendet, die man übertragen muss und noch mehr Overhead hat. Insofern, da sie Transportverschlüsselung haben und man sowieso mehr oder weniger rauskriegt, welche Nachrichten in welcher Reihenfolge abgeschickt wurden, macht es dann auch keinen Sinn, die Message Numbers zu verstecken im Header. Ja. So, wie funktioniert Gruppenchat? Ja.
Die Frage war, spezifiziert das Protokoll, welche Kryptoprimitive verwendet werden? Die Antwort ist nein. Im Protokoll steht überhaupt nicht drin, welche Primitive man verwenden soll, sondern nur, was die für Eigenschaften erfüllen soll. Das meinte ich nicht. Ach so, in Signal und WhatsApp. Angenommen, entscheidet sich in einem Jahr, dass HMAC SHA-256 optimal ist, okay. Und will was anderes nehmen. Geht es? Okay, also die Frage war, wenn man merkt, dass ein Primitiv kompromittiert wird, ist dann in dem Protokoll eine Möglichkeit verankert, um auf ein neues umzusteigen. In Axolotl selber nicht, bei Signal und WhatsApp, ich denke, die updaten einfach die Clients, fertig. Weil sie das gesamte System kontrollieren und keine verschiedenen Server haben, die betrieben werden und miteinander reden. Insofern kann man den Server austauschen, die Clients austauschen und man ist umgestiegen mit einer Übergangsphase. So wie WhatsApp das auch gemacht hat von kein Axolotl auf Axolotl. Ja, Frage? Okay, dann muss man das einfach, ja, die Frage war, wie kann man dann die Übergangsphase machen, wenn man ein Protokoll braucht, um die Übergangsphase zu machen. Aber letztendlich ist das eine Frage der Implementierung und wie Signal und WhatsApp das genau machen, weiß ich nicht. Und ich habe es noch nicht implementiert, weil meine Library noch nicht so weit ist. Okay, ich gucke mal auf die Zeit. Ja, nächste Frage. Ja, in Signal ist eine Protokollversion, darüber kann man es aber. Stimmt, ich erinnere mich gerade. Ja, es ist. Es war ein Einwurf, bei Signal gibt es eine Protokollversion. Und ja, ich erinnere mich, ich habe mir das nämlich auch schon angeschaut, offensichtlich. die schicken in jedem Header mit, was die aktuelle Protokollversion ist. Und welche, die gerade verwendet wird und was der Client maximal unterstützt. Ja? Die Protokollversion ist mit authentifiziert, ja. Die ist in dem Header mit drin. Ja? Wie ist es, wenn ich mehrere Clients auf einem Nutzer drauf habe? Weil dann kann ich ja sicher, dass alle Clients. Mehrere Clients auf einem. Ja, bei Signal kann ich ja mehrere Clients mit dem gleichen Nutzer auflassen. Dann sagen mein Handy und den Computer. Und die müssen ja, das kann reichen, wenn einer von beiden direkt online ist und alle Namen sind parallel, als bei WhatsApp. Ich glaube, ich kann die. Die Frage war, es gibt verschiedene, es können mehrere Clients mit demselben Benutzer existieren bei Signal. Wie macht man das da mit der Protokollversion? Also ich wusste vorher gar nicht, dass es verschiedene Clients mit demselben Benutzer geben kann. Insofern müsste ich mich da selber nochmal einlesen. Ja, es gibt den Desktop-Client und den Android-Client und den iOS-Client, ja. Bevor die Zeit ausgeht, mache ich jetzt erstmal noch das fertig und danach kann ich nochmal weitere Fragen beantworten. Wie funktioniert der Gruppenchat? Bei Signal ist das ganz einfach umgesetzt. Jeder Gruppenteilnehmer startet mit jedem anderen Gruppenteilnehmer eine neue Verbindung über dieses Ratchet. Und damit gibt es N über 2 gleichzeitige Verbindungen zwischen verschiedenen Gruppenteilnehmern. Und wenn ich eine Gruppennachricht in die Gruppe schicke, muss ich bei einer Gruppengröße N Nachrichten verschicken. Dadurch kann es auch N-mal unabhängig voneinander passieren, dass das Ratchet dabei kaputt geht oder eine Nachricht nicht ankommt und sonst was. WhatsApp hat sich da was anderes zu überlegt, beziehungsweise wahrscheinlich war es auch derselbe Maximalin-Spike, der es auch bei Signal gemacht hat. Vielleicht steigt auch Signal darauf um, aber das hängt, glaube ich, davon ab, was die Security Implications sind. Wir haben Alice und eine Gruppe. Alice möchte der Gruppe beitreten und generiert dafür ein Chain Key und ein Schlüsselpaar zum Signieren.
Und die werden beide an jedes Gruppenmitglied geschickt, also über Standard Axolotl, ein ganz normale Axolotl-Verbindung mit jedem anderen Gruppenmitglied, so wie die Gruppennachrichten in Signal implementiert sind auch. Jetzt haben alle Gruppenmitglieder Alice Chain Key und Alice Signia Key. So. Jetzt startet Alice einfach damit, mit dieser eine Message Chain weiterzuführen und Nachrichten an die Gruppe zu schicken und mit ihrem Schlüsselpaar zu signieren. Und damit können alle das wird dann an den Server geschickt einmal und der Server verteilt das dann an die einzelnen Teilnehmer der Gruppe und die einzelnen Teilnehmer der Gruppe führen einfach dieselbe Message Chain mit diesem Key durch und überprüfen, ob es wirklich von Alice stammt mit dieser Signatur. Was das für Implikationen hat aus kryptografischer Sicht, da hatte ich noch nicht genügend Zeit, mir drüber Gedanken zu machen oder drüber zu lesen. Habe ich auch nicht allzu viel gefunden. Das ist nur aus dem Security White Paper von WhatsApp. Ja, genau. Wenn jemand die Gruppe verlässt, dann generieren alle Gruppenmitglieder neuen Chain Key, damit die Person, die die Gruppe verlassen hat, nicht mehr weiter die Nachrichten entschlüsseln kann. Ja, genau. Ja, das sind meine Quellen. Ich gehe die nochmal kurz einzeln durch. Das ist das Axolotl Ratchet, die Protokollspezifikation, die auf den Folien vorher auch zu sehen war. Wurde umbenannt zu Double Ratchet. Ich weiß nicht, ob das alles jetzt noch Axolotl heißt oder Double Ratchet oder Signal Protocol, keine Ahnung. Außerdem die Protokollbeschreibung dafür, wie Signal Axolotl einsetzt, also wie sie den Master Key herleiten und lauter solche Geschichten und wie die Nachrichten aufgebaut sind. Das wurde leider gelöscht. Ich weiß nicht warum. Maximilian Spike hat das, ich glaube, im Februar oder so gelöscht oder März. Man findet es aber noch in der Git History von dem Wiki Repository. Dann verschiedene Blogposts von Open Whisper Systems, die sind sehr interessant, die kann man sich einfach mal durchlesen, liest sich ganz gut durch. Und das Security White Paper von WhatsApp, da steht dran, wie die diese Gruppenchats machen und so weiter. Und dasselbe nochmal für Open Whisper Systems und Signal. Ja, das war das Ende. Folien findet man hier auf meiner Webseite unter maxbruckner.de/gpn16. Man braucht aber einen Unicode-Font dafür, der Emoji kann. Ja, ist noch Zeit für Fragen? Also, okay, wenn mich keiner stoppt, dann nehme ich auch noch Fragen an. Nehme ich mal hier. Ist es mit Axolotl möglich, mehrere Clients des gleichen Nutzers zu betreiben? Man kann den Identity Key auf mehrere Clients drauf machen. Ist nicht unbedingt eine gute Idee, aber kann man machen. Und dann neue Ratchets starten mit jedem einzelnen Client. Aber eine Möglichkeit, wie man wirklich dasselbe Ratchet über mehrere Clients betreiben kann, du wirst nicht, wie das gehen soll. Vielleicht über Shared Memory, über Devices hinweg. da hinten? Ja, ich kann nur anmerken, bei WhatsApp ist es genau so, dass das einzige Endpunkt bei den Axolotl. Lauter bitte. Dass bei WhatsApp, die mehreren Clients implementiert sind, dass es halt eben nur die App als Endpunkt oder als andere über die App läuft. Und die ist auch okay, der Einwurf war, dass die Zusatzclients bei WhatsApp die eigentliche App mit dem Schlüssel mehr oder weniger nur als Proxy benutzen und dass das einzige ist, was das eigentliche Ratchet betreibt. Alle anderen holen sich das von diesem Handy. Das muss dann auch online sein, würde ich annehmen, oder irgendwie verbunden sein mit den anderen Clients. Ja, okay. Hier. Wenn ich jetzt in der Nachricht hätte, würde dieses LOL, was mir jemand zurückschreibt, neue Keys generieren. Okay, Frage, ist es ein
Problem, genügend Zufall für neue Schlüssel zu bekommen. Wenn der Zufallszahlengenerator von Linux mal einigermaßen gut geseedet ist, also ich weiß jetzt nicht, wie Apple das macht, aber ich hoffe, die wissen auch, was sie tun. Man kann nur hoffen. Wahrscheinlich steht es auch in deren iOS Security White Paper drin, aber das habe ich nicht gelesen. Ich gehe davon aus, dass defurandom unter Linux oder eben der getRandomSystemCall ausreicht, um genügend Sicherheit zu bekommen. Das sind ja nur Ephemeral Keys, die kurz verwendet werden. Die Identity Keys, da kann man dann vielleicht mehr Aufwand betreiben. Aber ich glaube, auf dem letzten Kongress gab es auch nochmal einen Talk zu dem Thema, reicht das eigentlich aus und braucht man defurandom unbedingt zu verwenden oder kann man auch defurandom verwenden? Ich vertraue einfach darauf, dass es funktioniert, weil genügend Leute der Meinung sind, dass es ausreicht. Ja. Hat da mal jemand gefragt wegen dieser verschwundenen Spezifikationsseite? Hat da jemand gefragt wegen der verschwundenen Spezifikationsseite? Weil normalerweise denkt man, das verschwindet nur dann, wenn es durch was anderes abgelöst wird. Also ich hab nichts gefunden, keine neue Version davon irgendwo gefunden. Und ich habe auch keine Informationen darüber gefunden, warum es gelöscht wurde. Ich habe aber auch nicht selber nachgefragt. Also bei Open Whisper Systems. Okay, sonst noch irgendwelche Fragen? Gut, keine mehr. Ach so, ja, eine noch. Was steht eigentlich in dem Header noch so alles drin? Also wir hatten eine Protokollversion drin. Und? Ach so, du meinst jetzt bei, die Frage war, was steht in dem Header noch so drin? Du meinst bei WhatsApp und Signal? Ja, also im Vergleich zu E-Mail, der E-Mail-Header steht ja alles mögliche drin. Ach so, nee, das ist im Vergleich zu E-Mail-Header, das ist kein großer Haufen Text mit allem Möglichen, sondern das sind ein paar Felder, die gefüllt sind, also im Fall von WhatsApp und Signal, also zumindest Signal, ob es eine Pre-Key-Message ist, also die erste Nachricht, die neue Konversation startet oder nicht, die Protokollversion und dann die ganzen, also der Ephemeral Key, die beiden Message Numbers und mehr braucht man eigentlich nicht. Dann vielleicht noch irgendwelche Nonces, also diese Number Used Once für die Krypto-Primitive, aber sonst ist da nichts. Ja? Die Frage ist, was ist, wenn die Pre-Key-Liste mal leer ist? Die Frage kam eigentlich vorher schon mal. Ja, dann hat man halt Pech gehabt, dann kann man keine Nachricht verschicken. Ja. Woher weiß der Client, dass er neue Pre-Keys auf den Server laden soll? Ich weiß nicht, wie es in Signal und WhatsApp gemacht ist. Bei mir ist es so in Molch, dass die ganze Pre-Key-Liste sowieso auf dem Client verwaltet wird und ausgetauscht werden die dann, wenn sie verwendet wurden. Also man merkt ja, dass der Pre-Key in einem Header drin stand und danach kann man ihn austauschen. Aber ich denke, dass es da dann auf der Protokollebene irgendwas geben wird, also auf der Protokollebene oben drüber, die Kommunikation zwischen dem Server, der die Pre-Keys speichert und dem Client, die dann dem Client sagt, bitte mach mal ein paar neue Pre-Keys. Alles Spekulation, aber also, ja. Bei Molch habe ich jetzt momentan 100 genommen, bei WhatsApp und Signal weiß ich es nicht. Ich glaube, also ich verwende eine feste Anzahl, aber von dem, was ich im Security White Paper von WhatsApp gelesen habe, ist die Anzahl dort, glaube ich, dynamisch und wie viele, weiß ich nicht. Also ich habe mir auch den Quellcode von Signal nicht, ich habe ihn mir angeschaut, aber ich bin schreiend weggelaufen. nicht, weil er schlecht ist, sondern weil ich ich tue mir manchmal schwer, bei großen objektorientierten Anwendungen da den Durchblick zu behalten. Ich habe nicht die Stelle gefunden, an der das Axolotl Ratchet eigentlich passiert. Das war irgendwo verteilt und dann zu viel Code, um sich das kurz mal anzuschauen. Gut, war's das mit Fragen? Okay.
dann sind wir hiermit fertig. Ja. Okay.